Die Sortiertechnik. Ziel dieser Lernstrategie ist die Verbesserung der Merkfähigkeit. Begriffe können besser gemerkt und erklärt werden. Anwendung findet die Sortiertechnik beim Aufbau des Wortschatzes, bei Rechnungen mit Reihen und in Prüfungsvorbereitungen. Zum Beispiel übt die Lehrerin mit den Schülern und Schülerinnen die Reihen. Die Kinder erhalten Kärtchen, auf denen auf der Vorderseite die Rechnung steht und auf der Rückseite steht das Ergebnis. Die Schülerinnen und Schüler lösen die Rechnungen wie 7 mal 8 oder 3 mal 9 und sortieren die Kärtchen danach, welche Rechnungen richtig und falsch gelöst wurden. Anschließend schauen jeweils zwei Schüler gemeinsam, welche Aufgaben noch nicht sicher gelöst werden konnten. Sie sprechen über Merkhilfen und Eselsbrücken. Danach üben die Schülerinnen und Schüler die Kärtchen noch einmal. So können auch der Wortschatz in Deutsch und in Fremdsprachen geübt und verbessert werden. Genauso wie die Inhalte in Natur, Mensch und Gesellschaft.